Start. Sendung Valentin Anker, zweite Runde mit Mustafa Selim Sörmeli von deutsches-amt.de. Jeden Dienstag 20 Uhr auf Cracker Info. Okay, so, ich habe hier jetzt schon aus dem Chat eine Frage. Frage? Ich soll nach Neudeutschland von Peter Fitzek fragen. Also, Neudeutschland von Peter Fitzek verhält sich identisch mit der Gruppe von Friewald. Das ist partielles Recht. Peter Fitzek hat so eine Art Freiraum für sich geschaffen, aber partieller Freiraum, indem er außerordentliche Tarifverträge mit der Bundesrepublik abschließt. Jedoch ist dieses Recht ein unmündiges Recht, weil es nicht souverän ist. Denn die Souveränität ist die absolute Negierung der Abhängigkeit zur Unabhängigkeit. Und das ist nach Völkerrecht nicht unabhängig, sondern abhängig. Das heißt, die Bundesrepublik kann jederzeit bei ihm einmarschieren und alles platt machen. Okay. Es muss ja auch irgendwie, ich sag mal so, eine Lösung eigentlich, also jetzt ganz realistisch gesprochen, muss ja eine Lösung geben, die die BRD eigentlich mit einbezieht, oder nicht? Also, es ist eine einzige Körperschaft für Deutschland zugelassen worden. Das steht in Artikel 1 Absatz 2 Menschenrecht. Ohne dieses Menschenrecht im Transzendenzbezug kann der Gebietskörper, nämlich der natürlich freien Menschen, nicht freigesetzt werden. Und das ist die Amnestieklausel, Frieden und Gerechtigkeit durch diesen Gebietskörper auf der gesamten Welt. Okay. Dann soll ich noch fragen, wie sieht der Gast die Lager der kurdischen Menschen? Lager der kurdischen Menschen. Also, die Kurden halten sich nach meiner Meinung nicht souverän, verhalten sich nicht souverän. Das größere Problem ist nicht das Problem mit den Kurden, sondern das Problem ist die Gebietskörperschaft des Menschenrechts. Sie muss in Deutschland und in Österreich gebildet werden, damit wir die Menschenrechte in die Türkei übertragen können. Denn wenn zum Beispiel der Vatikanstaat nicht existiert, dann kann der Vatikanstaat auch keine Missionare entsenden, also dieses Recht transferieren. In der Türkei heißt es ja nach der türkischen Verfassung Artikel 2, dass das türkische Volk Menschenrechte hat. Ja, nicht bekennt. Sie haben Menschenrechte. Aber solange die Körperschaft nicht praktiziert wird, können die Menschen natürlich ihre Menschenrechte partiell nicht erlangen. Und ich finde, also das Problem, ich habe sehr viele auch kurdische Bekannte und Freunde, das Problem ist nicht auf der gesellschaftlichen Ebene, sondern auf der politischen Ebene. Das Türkei besteht ja aus einem Vielvölkerstaat von knapp 38 Völkern. Und wenn jeder jetzt hingeht und sagt, wir möchten ein eigenes Volk haben, wird die Republik zerrissen. Das ist das große Problem. Und das wird natürlich mit Gewalt festgehalten. Und es ist natürlich eine Menschenrechtsverletzung, was dort passiert, weil das Militär hat sich dran vergangen. Und das ist auch eine Art, mit der die Türkei zurzeit versucht umzugehen, indem die Generäle wurden ja im letzten Jahr verhaftet und auch unter Hausarrest gestellt, die das gemacht haben, damit man das Ganze jetzt nochmal aufklärt. Also da passiert schon sehr viel. Aber es sind Gräueltaten passiert. Das ist wiederum diese Gewalt. Wir sprechen immer wieder von dieser Gewalt. Ja. Und diese Gewalt konnte entstehen, weil die Menschen sich, in der Türkei ist es das Militär, also die Gendarmerie. Und das ist, es ist zwar ein anderes, es sind andere Vorzeichen, nur schön finde ich das auch nicht. Man muss an den Tisch kommen,
Wenn die Türkei jetzt sich auflöst oder zumindest Gebiete abgibt, dann verliert es auch an Souveränität. Das ist nämlich nicht erwünscht. Da muss man einfach, das wäre ja so, als wenn die Türken sagen, ja, wir möchten jetzt Berlin einnehmen, weil in der Türkei, weil in Bereichen von Berlin leben überwiegend Türken, also es ist türkisches Gebiet. Also diese Argumentationskette muss man einfach mal anders darstellen. Und wenn man sieht, wie dieses Kurdenproblem entstanden ist, das ist durch die Amerikaner entstanden, indem sie gesagt haben, ihr habt eine eigene Sprache, also habt ihr eine andere Kultur. Denn nur die Sprache ist Kultur, nur die Sprache ist Kultur. Das andere, also zum Beispiel Anziehen, Essen und so weiter, ist nicht Kultur, sondern das ist Gewohnheit. Das wissen die wenigsten Menschen. Und deswegen kommt es dazu zu Irritation. Also ich kann zu dem Thema so nichts sagen, weil ich nicht mehr sagen, weil ich sehe das aus dem Blickwinkel halt des Menschenrechts. Und da muss man jedes einzelne Verfahren betrachten. Zum Beispiel Abdullah Öcalan ist dann zum Europäischen Gerichtshof gegangen, hat gesagt, er hat zwar ein faires Verfahren gehabt, weil er hat ja alle diese Sachen ja öffentlich zugegeben, aber er hat gesagt, ich kann nicht getötet werden, weil das ist ein Naturrecht. Und damit hat er ja recht gehabt und hat auch vom Europäischen Gerichtshof gewonnen. Also hat sich die Türkei an die Menschenrechte gehalten. Aber ich denke wohl, dass die Türkei innerhalb der Justiz auch eine Kontrollkommission braucht für die Beachtung der Menschenrechte, weil in der Justiz passiert sehr viel Müll. Okay, danke. Ich Ach, im Übrigen, ja. das war auch der Grund, warum wir in der Türkei versuchen, eine Außenstelle einzurichten. Ja. Nee, es ist auch für mich, also ich sehe das auch so. Es muss international geschehen und wahrscheinlich gleichzeitig. Das Ja. eine ein Gebiet oder ein Land jeweils auf den Nachbarn zählen kann in Form von Hosting, von Webseiten oder ähnliches. Ja, okay. Die zweite Frage war, wie kann diesen militärischen Aktionen in der Türkei begegnet werden? Das war dann der internationale Also, Strafgerichtshof, ne? ja. Also das Problem ist natürlich, wenn jemand sich natürlich natürlichen Menschen verstehe ich, wenn natürlich jemand sich einen Tarnanzug anzieht, eine Waffe in die Hand nimmt und sich also dieser Gewalt verschreibt, dann werden diese Leute auch mit Gewalt bekämpft. Das ist einfach so. Und die Menschenrechtsverletzung, wie ich schon sagte, ist nicht die Bekämpfung. Und dass jemand nicht, also in dem Moment, wo jemand eine Uniform anzieht, wird selbst zu einer Maske, zum Trachtenträger. Er verliert eigentlich dadurch sich als Mensch. Deshalb sieht man ja, dass alle Polizisten, zum Beispiel in China und so weiter, haben Masken auf oder die Henker haben Masken auf, die Polizisten tragen Trachten, weil sie dürfen als Mensch die Menschen nicht verletzen. Das machen sie als Gegenstand. Ja. Das muss man einfach mal verstehen. Das hat was mit Glauben zu tun. Und die Leute denken, das hat was mit Gewalt zu tun. Nein, der Henker darf als Mensch keinen anderen Menschen töten. Aber als Henker ist er eine juristische Person. Okay, jetzt hab ich noch eine Frage und zwar von Rolli. Ich soll fragen, handeln Sie mit Gold aus der Türkei? Ja, okay. Was ist mit dem Gold aus der Türkei? Ja, sie wollte nur wissen, ob Sie mit Gold aus der Türkei handeln. Ich weiß auch nicht warum. Also, hat nichts mit Menschenrecht zu tun. Kann ich nicht beantworten. Also, mit solchen weltlichen Dingen beschäftige ich mich leider nicht. Okay, alles Kann klar. ich dazu nichts sagen. Gut, dann habe ich hier Wenn noch. jemand sagt, ich brauche ein Konto, damit ich meine Miete und sowas überweisen kann oder irgendwas anderes machen kann, da kann ich vielleicht noch was sagen. Aber mit Gold, also die Rechte der Menschen in der Zukunft liegt nicht in Gold und Silber und in irgendwelchen Währungen, sondern in ihren eigenen Menschenrechten. Okay, jetzt habe ich Anron.
habe ich hier halt eine Frage. Eine Frage. Moment, ich muss jetzt schnell umstellen an Ron. Warte bitte noch. So, Anron, bitteschön. Danke, Randy. Gott zum Gruß, Selim. Vielen Dank erstmal für alles. Eine Frage, die mich zum Beispiel beschäftigt, ist, dass besonders dich so stark ab, so von partiellem Recht, so wie Neudeutschland oder Peter Wald und sowas. Und da hast du ja klar und deutlich gemacht, dass der ZTW sich auf das originäre Recht bezieht. Und ist das der einzigste, ist das einzigste, die sich darauf beruhen? Oder ist da noch die Kirche, die sich da sonst noch drauf beruht? Weil ich frage mich irgendwie, gibt es da noch so Zusammenarbeit mit anderen, die irgendwie sich auch auf originäres Recht berufen? Oder sind das dann nur noch andere Kirchen? Ja, bitteschön. Also ich habe das nicht verstanden. Ich habe nur gehört, Neudeutschland ein paar Mal. Vielleicht kannst du mir das nochmal übersetzen, ganz kurz, damit ich... Die Sprachqualität war hier ganz, ganz schlecht auf dem... Telefon. Ja, also Anro, du hattest leider Abbrüche. Ich versuche das jetzt gerade nochmal zu wiederholen. Ihr sondert euch ziemlich ab von den Exilregierungen oder von Neudeutschland, die nach partiellem Recht eben agieren und spielt in eurer Liga dann eigentlich nur noch eine andere originäre Organisation eine Rolle wie eine Kirche oder gibt es da noch andere Mitspieler? Tierisch, karitativ und religiös mit unseren Persönlichkeitsmerkmalen tätig. Und zwar ohne Diskriminierung von Religionen, Rechten, Staaten, Personen oder natürlichen Personen oder Menschen. Und zwar zur Wahrung, Förderung, Sicherung und zum Schutz der natürlich freien Menschen. Also jedes einzelnen Menschen. Und da spielt es keine Rolle. Also wir machen auch keinen Unterschied, ob es sich um einen Mörder handelt oder einen Dieb handelt. Wenn jemand ein unfaires Verfahren hat, dann ist das ein nicht faires Verfahren. Wenn er sich nicht beschweren konnte, dann konnte er sich nicht beschweren. Und das ist das, was wir hier komplett rügen. Also und da spielt keine Rolle, ob er nun von Neudeutschland kommt oder von Ebel-Gruppe kommt oder was weiß ich, von Schittke-Gruppe kommt, sondern wir haben auch nichts mit diesen Verfassungen zu tun, mit diesen Reichsverfassungen und anderen Dingen, sondern wir beschäftigen uns mit dem einzelnen Menschen, der Menschenrechte hat. Also, und wir sind dafür da, wenn jemand sagt, ich bin meinen Menschenrechten beraubt worden oder verletzt worden, der hat einen Anspruch darauf. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich bin verletzt worden. Manche sind natürlich auch glücklich, weil sie gerne Schmerzen fühlen wollen. Dann lachen die natürlich. Also wir können nur, also es gibt auch Schatten, die möchten auch, dass man ihre Menschenrechte verletzt. Aber denen können wir nicht helfen, weil sie keine Hilfe wollen. Wir können nur den Menschen helfen, die sagen, meine Menschenrechte sind verletzt. Und denen können wir helfen. Und wir haben, also bei uns spielt keiner eine Rolle, denn wir werden ja auch nicht für uns selber tätig, sondern wir werden für die Gemeinschaft tätig. Okay, er meint jetzt, die Frage ist noch nicht beantwortet worden. Ich denke, er meint, ob man euch jetzt als Kirche einstufen kann oder seid ihr keine Kirche? Also wir sind eine Weltanschauungsgemeinschaft. Also wenn man sich das, da gibt es eine Skizze von C. Löser und auch sehr viele Publikationen, c.löser.org, glaube ich. Einfach mal schauen. Also es gibt drei Arten von Körpern. Einmal Bund- und Verbandskörperschaft haben juristische Personen. Und dann gibt es Personalkörperschaften, die haben natürliche Personen, die Zwangsmitglieder sind. Und dann gibt es Gebietskörperschaften, sie haben, deren Verbandsgesellschaften sind natürlich freie Menschen.
Ach so, okay, alles klar. Jetzt hat er noch mal nachgelegt. Und der Bund kann keine Gebietskörperschaft sein, weil er ja eigentlich juristische Personen hat. Wir sind aber, und dann gibt es das, es gibt sowohl originäre als auch partielle, also sowohl privatrechtliche als auch öffentlichrechtliche, aber kirchenrechtliche. Das nennt man originär. Und originäre Körperschaften, davon gibt es, ich sag mal, drei Weltreligionen. Das ist der Talmud, die Bibel und der Koran. Aber sie umfassen nicht alle Menschen in der Welt, sondern nur einen Teilbereich. Sie sind partiell originär. Also nur ein Teil der Menschen bekennt sich zur römisch-katholischen Kirche, ein anderer Teil zur Religion des Talmuds oder des Islam. Und wir verbinden diese Religionen zu einer einzigen Gemeinschaft, um sie zu schützen, nicht um sie zu vertreten, sondern um sie zu schützen, und zwar die Mitglieder, die diese Religion innehaben. Und die haben auch besondere Rechte, also eines besonderen Staates, und die wiederum unterstehen, also sie können zum Beispiel auch im Kommunismus sein oder in China sein und können, was weiß ich, auch gar keine Religion haben. Nur auf der gesamten Welt kann es nur eine einzige originäre Gebietskörperschaft geben, nämlich die Menschenrechte, weil sich alle Staaten, bis auf die äußere Mongolei, glaube ich, und der Vatikanstaat, nicht zu den Menschenrechten bekannt haben. Das ist die originäre Gebietskörperschaft auf der gesamten Welt. So wie in Artikel 1 Frieden und Gerechtigkeit in der Welt ist. Das ist verbrieft, das haben wir nicht geschrieben, das ist so. Und deswegen haben sich alle Staaten dazu bekannt. Es gibt keine Religion, die sagt, wir wollen Menschenrechte verletzen. Das ist keine Religion dann. Dann ist es nicht moralisch, sondern das ist eben abwertig. Okay? Ist die Frage so einigermaßen geklärt? Er wollte jetzt noch wissen, ob es da mehrere originären Recht zugrunde liegenden Organisationen gibt, die zusammenarbeiten. Also bei uns, also wir dürfen keine Organisation oder keine Regierung oder so etwas abweisen, keine Religion, wir dürfen nichts abweisen. Bei uns hat jeder das Recht zu kommen, und selbst der Schwerverbrecher, der jemanden getötet hat, der kann zu uns kommen und sagen, pass auf, ich habe zwar jemanden getötet, das ist meine Sache, aber ich habe Rechte, meine Rechte sind verletzt. Ja, natürlich muss er bestraft werden für den Mord, den er begangen hat. Aber wenn er sagt, pass mal auf, ich habe aber ein unfaires Verfahren gehabt, weil man mich nicht angehört hat, weil man meine Zeugen nicht angehört hat, da steht drin in Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, und dann kann er auch sagen, hör mal zu, ich habe den Richter abgelehnt, weil er meine Beweisanträge, und die haben gar nicht darauf reagiert. Das ist Artikel 13 der Menschenrechtskonvention. Also bei unser Aufgabengebiet ist ganz, ganz streng limitiert. Und wenn jemand sagt, pass auf, bei mir ist jemand gekommen, ich bin zusammengeschlagen worden, ich kann den Namen nicht herausbekommen, weil die Clique sich hält, und der sagt, er wäre Richter oder was weiß ich, Gerichtsvollzieher, und der begeht Meineid, und mein Recht ist nicht erlangbar, gemäß Artikel 20 Absatz 4, nämlich der Stillstand der Rechtspflege, dann müssen wir die Restitution und Amnestieklausel herbeiführen, indem wir das veröffentlichen, indem wir das sichtbar machen. Es ist unser Problem liegt darin, dass die Menschen noch nicht begriffen haben, was eine Menschenrechtsverletzung ist, was ein Straftatbestand ist, warum die Leute nicht aufgeklärt werden. Das ist unser größtes Problem. Und das kann ich in einem Radiogespräch nicht machen. Ich würde es gerne machen. Ich bin gerne auch bereit, das zu erklären. Wir versuchen auch Videos zu machen, wo wir das eventuell erklären. Es ist relativ schwierig. Also wenn man im Grunde müssen die Leute, die Menschen verletzen, und zwar zu Unrecht verletzen, bestraft werden. Diese Bestrafung funktioniert nicht, und weil niemand bestraft wird, lernen sie es nicht. Das ist das Problem, das ist die Ursache dieser ganzen Problematik. Okay, ich würde sagen, wir beschließen die Geschichte jetzt hier. Es geht eine Stunde 45 Minuten, damit es halt jeder auch schön nachhören kann. Möchte ich diese Zeitspanne jetzt nicht überdehnen. Aber wir können ja wieder später zusammenkommen. Also ich fasse mal zusammen.
Es muss etwas her, um die Menschenrechte besser durchzusetzen. Und da ist eure Arbeit sicherlich ganz, ganz wichtig. Und ich bin auch dankbar dafür. Und ich hoffe, wir sprechen uns die nächste Zeit auch und das dann nächstes Jahr spätestens. Und dass da auch konkret dann schon einige Menschenrechtsverletzungen veröffentlicht werden konnten. Ja, natürlich. Das wird Ende des Monats kommen. Die Menschen, die hier Hilfe suchen müssen an die Kommissariate, es sind ja etliche Kommissare ausgebildet worden, die werden nachgeschult. Was ich noch erklären wollte, ist Folgendes. Wir machen ja nicht nur Hilfe für irgendwelche Menschenrechtsopfer, sondern die Menschen können bei uns Schutz bekommen. Und zwar so, wie es in Artikel 140 Grundgesetz verbrieft ist, auch in Österreich, das Eigentum und andere Rechte der Religionsgemeinschaften, nämlich der Menschenrechtsgemeinschaft, an ihren religiösen, also menschenrechtlichen Vereinen, an ihren Kultus-, Unterrichts-, Wohltätigkeitszwecken, bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet. Das heißt, diese Leute können bei uns sich in einem Zweckbetrieb, in einem Eigenbetrieb oder was weiß ich Betrieb, Gewerbebetrieb bei uns eintragen lassen. Sie können sich komplett von der Bundesrepublik oder von den Staaten sich komplett loslösen. Sie können eigene Kennzeichen bekommen und so weiter. Und viele, viele Dinge können gemacht werden, aber ich alleine schaffe es nicht. Ich brauche Hilfe zur Selbsthilfe für das Volk, das hier Hilfe braucht. Das heißt, das Recht des frei werdenden Menschen, das, was wir hier machen, von den sogenannten Staaten, ist ein religiöses Recht. Und wenn man Religion, also wenn man sagt, ich bin Missionär oder ich arbeite für eine Kirche, dann muss der Staat diese Leute in Ruhe lassen. Wenn die Leute sagen, ich will mit euch nichts zu tun haben, das verstößt gegen meine Religion, wie zum Beispiel Steuern zu bezahlen, dann muss die BRD Ruhe geben. Und darin liegt die Selbstverwaltung in einem originären Gebietskörper. Und ich lade alle Menschen ein, Ende des Monats, Anfang nächsten Monats im Internet zu schauen, welche Körperschaften wir zur Verfügung stellen, um die Menschen und ihre Familien in Schutz zu nehmen. Ja? Okay. Wir haben ein ganz, ganz vielfältiges Programm. Das kann ich aber in der Sendung mit einer Minute, eine Stunde, 45, 50 Minuten kann ich nicht erzählen. Das ist sehr umfangreich. Wir können also Vermögenswerte sichern, wir können andere Sachen sichern. Das geht aber nur unter originärem Recht, weil das partielle Recht ist unmündig. Okay, vielen Dank. Ich habe dann noch eine allerletzte Frage von OX und dann gebe ich dir nochmal Gelegenheit dazu, was zu sagen. Und danach sage ich meinen abschließenden Satz. OX, bitteschön. Küche. Dann hat man einen schönen Abend und die Frage habe ich eigentlich sogar zwar einen Check geschrieben, aber ich stelle sie mal selber. Es geht ja darum, dass wahrscheinlich die meisten, die irgendwie interessiert sind, KTB beizutreten. Ich denke mal, die meisten werden am ehesten Probleme haben mit der Unsicherheit, wie es dann in einem finanziellen Fall aussieht. Also nehmen wir manchmal die Rentner oder Leute, die ein Hartz-IV oder Grundsicherung besucht sind. Wenn sie selber irgendwo dann da das Interesse haben, da in der Region tätig zu werden, wie sieht denn da die finanzielle Weiterversorgung aus? Nehmen wir mal an, gibt es da zum Beispiel die Möglichkeit, dass irgendwie in der Art, also so ähnlich wie eine doppelte Staatsbürgerschaft, dass man quasi juristische Person à la Deutschland und ZDB-Bürger ist? Oder ist es eine Entweder-Oder-Sache? Man hat da mitgekriegt bei solchen, dass man dann eben Schwierigkeiten hat, wenn man mit einem deutschen Ausweis da irgendwie einem Polizisten zum Beispiel gegenübersteht. Wie muss man da jetzt agieren? Weil ich bin garantiert nicht so fit wie Sie. Wir hatten Rechten, ich kann die Nummer nicht. Ich weiß nicht, kann ich nicht auswendig. Und wie muss man sich denn da hinstellen? Bitteschön. Also, dieses sogenannte Partzählerecht lebt von Verträgen. Das originäre Recht lebt von Rechten. Also, das muss man so verstehen oder das ist so gemeint. Wenn jemand zum Beispiel Rente bekommt oder Hartz IV bekommt oder wie auch immer irgendwelche Hilfeleistungen bekommt,
Das ist gesetzlich geregelt in völkerrechtlichen Verträgen, wie zum Beispiel die Genfer Konvention oder eben die Haager Landkriegsordnung. Das sind die Verträge. Danach ist die Bundesrepublik verpflichtet, die Existenz der Menschen zu sichern. Das ist ein Vertrag. Das hat aber nichts mit Menschenrechten zu tun. Bei uns haben die Menschen Rechte. Und diese Rechte ist das Recht, die Menschenrechte zu verwirklichen. Wir sind nicht dafür da. Wir können nur dann, also diese Verwaltungen, die wir machen, sind originäre Verwaltungen, dass die Leute ihre originären Rechte zum Schutz vor der Gewalt bekommen. Die sind also nicht, also das muss man ganz streng trennen. Das haben die meisten noch nicht ganz begriffen, dass wir hier mit Rechten operieren. Die Bundesrepublik operiert mit sogenannten Verträgen. Sie arbeiten nicht mit überpositiven Rechten, sondern sie arbeiten mit einfachen Rechten durch Gesetze. Und diese Gesetze sagen zu ihnen, ihr seid verpflichtet, die Menschen, das Wohl der Einwohner zu fördern. Das ist Artikel 73 der UNO-Charta. Dort ist das geregelt, weil das sind Gesetze. Wir sprechen von Recht, die sprechen von Gesetz. Und deswegen, diese Fragen, die jetzt gestellt worden sind, sind also keine richtigen Fragen, sondern das sind Fragen des Verständnisses, die sich daraus ergeben, dass hier manche Sachen nicht verstanden werden können, weil bestimmte Voraussetzungen des Völkerrechts es ist keine Bildungslücke im Grunde, sondern das muss man irgendwie jetzt mal lernen und sich mal ein bisschen schlau machen, ins Internet gehen und einfach mal recherchieren, was das bedeutet und wo man das nachlesen kann. Ja, in der Bundesrepublik, wenn jemand so heißt noch lange nicht, dass er keine Mehrwertsteuer bezahlt und dass er also keine Rentenversicherung hat, dass er kein Auto anmelden braucht und so. Das ist damit nicht gemeint, sondern man muss sich natürlich, es geht hier um die Menschenrechte und wenn die Bundesrepublik uns keine Wahl lässt, werden wir auch den Menschen eine Möglichkeit geben, aus dem Krankenversicherungssystem, aus dem Sozialversicherungssystem auszusteigen. Unsere Aufgabe besteht eigentlich in der Rechtskontrolle der moralischen Körperschaft, dass wir Menschen helfen, das zu machen. Also nicht alles, so wie Eva Herrmann gesagt hat, nicht alles, was Adolf gemacht hat, war schlecht. Und wir sagen auch, nicht alles, was die Bundesrepublik macht, ist schlecht. Denn die Bundesrepublik hat 190 Milliarden Handelsüberschuss im Jahr. Und das kann nicht schlecht sein. Aber wir haben darunter natürlich viele, viele Verbrechen, die verübt werden. Und das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir natürlich das andere wegziehen und unsere finanzielle Lage kaputt machen, dann haben wir natürlich auch ein Problem mit der Existenz. Und man kann also ohne die Existenz kann man auch die Moral nicht aufrechterhalten. Okay, ich würde sagen, wir beschließen die Runde jetzt an der Stelle. Ich bedanke mich bei dir für dein Erscheinen. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, bei den Fragestellern, ganz besonders. Nächste Woche kommt Freiwillig frei. Wieder Dienstag um 20 Uhr auf cracker.info mit C geschrieben. Und heute zu Gast war Mustafas Selim Sürmeli von deutsches-amt.de.